Hallo Privatpatienten, zwei Dinge sind nicht aufzuhalten. Der körperliche Verfall und das Wetter. Ja, und gerade das letzte ist Thema Nummer 1 in Deutschland. Überall höre ich, wie wird das Wetter hier, wie wird das Wetter da und tralalala. Tja, und jetzt will ich es auch wissen, wie wird denn das Wetter nun? Gut, dass Eugen Fantasius gerade seinen Garten wintersicher macht. So weiß der bestimmt, wo der Frosch die Lockenbaumen hat. Hallo Eugen Fantasius, alter Gartenzwerg. Wie wird denn das Wetter? Ja, das ist schon eine Sache für sich, muss man ganz klar sagen. Hallo? Was war da denn los? Also, man weiß es nicht, oder? Naja, ich versuch's mal bei Rasputin, der ist sicherlich besser vorbereitet. Hallo Rasputin, alter Wetter, Dödel, das sieht auch schon besser aus bei dir. Wie sind denn die Aussichten? Hallo Dr. Sack! Tja, das Wetter, das ist momentan überall. Es ist hier unten, es ist da oben, es ist hier, es ist da und dann kommt Wind dazu und Luft und dann wirbelt das so durcheinander. Tja, aber eins ist sicher, heute wird es entweder regnen oder es bleibt trocken. Und, oh! Ja, was war da denn schon wieder los? Ja, wird denn heute wirklich gar nichts gelingen? Verdammt nochmal! Herr Dr. Sack, die Patienten warten. Das ganze Wartezimmer ist voll. Verfluchte Himmelsscheiße.